Herzlich willkommen zum Accessoire des Monats. Heute nehmen wir uns ein ganz spezielles Instrument vor, nämlich die Kastagnetten. Im Format Accessoire des Monats geht es immer darum, ein Schlaginstrument besonders zu beleuchten, was normalerweise im Hauptfachunterricht nicht so zum Tragen kommt. Und das sind meistens kleinere Instrumente oder Effektinstrumente. Und heute nehmen wir uns ein spezielles Instrument vor, was auch sofort eine kulturelle Konnotation, eine kulturelle Assoziation in unserem Gehirn hervorruft, und zwar die Kastagnetten. Die Kastagnetten haben eine ganz enge Verbindung in unserem Wissen mit der spanischen Kultur, denn sie sind eigentlich Instrumente, die im Flamenco vorkommen. Allerdings ist es so, dass diese Instrumente schon viel früher aus dem arabischen Kulturkreis nach Europa herübergewandert sind und gebracht haben die wahrscheinlich die Mauren, weil es da einen kulturellen Austausch gab, eben wahrscheinlich über Nordafrika. Und wenn man das jetzt mal zurückverfolgt, dann finden wir in historischen Sammlungen und in archäologischen Funden Instrumente, die so ähnlich sind wie die Kastagnetten und dort ganz unterschiedlich verwendet wurden. Welche Musik damals im arabischen Kulturkreis gespielt wurde, das kann man eigentlich schwer nachvollziehen. Aber was auch klar ist, ist, dass die ganzen Instrumente, die wir in dem Format Accessoire des Monats vorstellen, mehr oder weniger einen folkloristischen Hintergrund haben. Und ich habe gerade schon erwähnt, dass die Kastagnetten bei uns sehr schnell in Verbindung gebracht werden mit Flamenco. Und dadurch wird auch klar, dass es ein perkussives Instrument ist, was mit Tanz zusammenhängt. Viele der rhythmischen, der perkussiven Instrumente aus der Folklore haben ja mit Tanz und Bewegung zu tun. Und so ist es auch bei den Kastagnetten, die eindeutig damit in Verbindung zu bringen sind. Aufgebaut sind diese Instrumente aus Holz, einem ziemlich dunklen Holz, meistens ist es Ebenholz, was natürlich auch sehr hart ist und einen sehr lauten Klang produzieren kann. Aber für diesen Klang ist noch etwas anderes verantwortlich, und zwar sind diese Instrumente nämlich innen ausgehöhlt. Und diese Aushöhlung, die schafft einen Resonanzraum, der den Klang verstärkt. Damit ist eigentlich auch schon erklärt, dass Kastagnetten eines dieser Schlaginstrumente sind, die nicht mit einem Schlägel geschlagen werden oder mit der Hand geschlagen werden, sondern die sich selbst gegenseitig schlagen und selbst klingen. Und deshalb heißen die auch Gegenschlag-Idiophone. Die gehören also zur Familie der Gegenschlag-Idiophone, weil sie nicht mit einem Schlägel zum Schwingen gebracht werden, sondern indem sie gegeneinander geschlagen werden. Das kann ich jetzt auch noch mal so zeigen auf meinem Knie. Und das sind so typische Rhythmen und Klänge, die man mit der spanischen Kultur in Verbindung bringt. Aber was haben die in Spanien verloren? Wie haben die ihren Weg hierher gefunden? Nun, der Name, er gibt vielleicht ein bisschen Hinweise, und zwar Kastagnetten. Man sagt einerseits, dass sie so genannt werden, weil die so aussehen oder früher ursprünglich mal aus Kastanienschalen gebastelt wurden. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass sie eben aus dem arabischen Kulturraum kommen, und im Arabischen gibt es das Wort Kasat, und Kasat heißt Becken. Wir gehen also heute davon aus, dass diese Kastagnetten früher mal wie Becken funktioniert haben, dass sie eben nicht aus Metall waren, sondern aus Holz, aus irgendeinem Holz, und aber die gleiche Funktion hatten wie Becken. Die Kastagnetten sind Pärchen, es gibt ein tieferes Pärchen und ein höheres Pärchen. Das höhere Pärchen ist das Weibchen und das tiefere Pärchen ist das Männchen. Und diese Pärchen, die werden zusammengehalten durch so eine Schnur. Und um diese Technik zu beherrschen, da braucht es einige Jahre, um die Finger zu trainieren und auch die Schnur so um den Daumen spannen zu können, dass die richtige Spannung entsteht, um dann auf den Kastagnetten Rhythmen zu spielen. Im heutigen Orchestergebrauch und auch als Schlagzeugsolist ist es allerdings etwas umständlich, wenn man Kastagnetten spielen muss, die jedes Mal mit der Schnur um den Daumen zu wickeln. Daher gibt es andere Techniken. Wenn man nämlich diese Pärchen aus der Hand spielen möchte, kann man die einfach hier hinten am Muschelende schnappen und auseinanderdrücken und dann auf einem Knie oder auf einem anderen Gegenstand zusammenschlagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen umständlich. Man hat jeweils ein Kastagnettenpärchen in einer Hand und braucht immer irgendeine Ablage oder etwas, auf die man draufschlagen könnte. Wenn man die ganze Zeit im Orchester
mit Schlägeln zu tun hat und dauernd Schlägel wechseln muss, dann ist es natürlich hilfreich, wenn diese Instrumente auch so ähnlich anzufassen sind wie Schlägel. Und dafür hat man die Stielkastagnette erfunden. Die Stielkastagnetten sehen jetzt so aus, dass hier vorne jeweils die Pärchen Kastagnetten ebenfalls mit einer Schnur zusammengebunden worden sind. Und man hat die aber an einem Stiel befestigt, der ähnlich groß ist wie Trommelstöcke. Und so kann man die Kastagnetten einfach in die Hand nehmen, wie wenn man Trommelschlägel in die Hand nehmen würde, und kann damit wieder auf einer Ablage oder auf dem Knie spielen. Und das ist natürlich schon viel näher an der Spieltechnik, wie die Schlagzeuger gewohnt sind zu spielen, nämlich wenn wir Trommelstöcke oder Marimba-Schlägel in der Hand halten. Es hat noch einen weiteren Vorteil, und zwar kann man, wenn man zum Beispiel ein Tremolo spielen möchte auf den Kastagnetten, den Zeigefinger oben auflegen und kann dann einen sehr dichten Doppelschlag kreieren. Und dadurch kann man ein sehr dichtes Tremolo fabrizieren, was man mit den handgehaltenen Kastagnetten nur machen könnte, wenn man diese Fingertechnik wirklich beherrscht. Trotzdem ist bei den Stielkastagnetten der ursprüngliche Klang beibehalten worden und kann so sehr vielseitig im Orchester oder als Schlagzeugsolist eingesetzt werden. Dennoch muss man natürlich die Stielkastagnetten auch in die Hand nehmen und ist damit eigentlich schon wieder blockiert, wenn man noch weitere Schlägel in der Hand hält oder wenn man frei mit den Händen spielen möchte. Dafür gibt es die Brettkastagnetten. Bei den Brettkastagnetten ist es so, dass zwei Kastagnettenpaare auf einem Brett montiert sind. Die werden hier auch durch eine Schnur zusammengehalten und die Spannung der Schnur kann man hier durch solche Drehknöpfe beeinflussen. Und dann kann man die Brettkastagnetten einfach auf der Ablage liegen lassen und kann mit den Händen drauf spielen oder, wenn man möchte, sogar mit Schlägeln darauf spielen. Jetzt gibt es unterschiedliche Literatur, es gibt verschiedene Bücher und Methoden, wie man das Spiel der Kastagnetten erlernen kann. Viele davon sind altmodisch, manche davon sind etwas moderner gestaltet. Und dann gibt es natürlich die Kastagnettenschulen, die über die Folkloremusik den Zugang zu dem Instrument verschaffen. Was uns Orchesterschlagzeuger anbelangt, gibt es ein paar wenige Orchesterstellen, die prominent mit Kastagnetten besetzt sind. So zum Beispiel in der Oper Carmen oder aber in der Oper Tannhäuser von Richard Wagner. Ich hoffe, dass ich euch die Kastagnetten ein bisschen näher bringen konnte und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Accessoire des Monats mit dem Tamburin.